Jeffrey, hoe kijk jij terug op je eerste minuten voor FC Groningen? Ja, ich bin erstmal glücklich, auf Platz zu stehen für FC Groningen. Aber mit dem Resultat am Ende können wir nicht zufrieden sein. Das ärgert mich natürlich. Aber für mich persönlich, die ersten 45 Minuten gespielt zu haben, freut mich. Ja. Ja, je bent hier nu bijna een week in Groningen. Hoe verliep de eerste week? Ja, ich wurde auf jeden Fall freundlich aufgenommen von den Jungs, von jedem, vom Staff, vom Coach, von jedem. Und bin einfach glücklich, hier zu sein. Und macht mir auch Spaß, mit dem Team zu arbeiten. Ja, wat is je indruk van het elftal, van de selectie? Ich denke, wir haben viel Qualität in der Mannschaft, sehr viel Qualität. Und die müssen wir auf den Platz bringen. Und dann bin ich überzeugt, dass wir andere Ergebnisse erzielen werden. Ja, und warum lügt es nicht vanmiddag um zu winnen? Ich denke, wir haben in ein paar Momenten die 50-50-Zweikämpfe vielleicht zu oft verloren. Aber wir haben Glück, dass es ein Freundschaftsspiel ist, auch wenn wir jedes Spiel gewinnen wollen. Und daran müssen wir jetzt arbeiten, damit es in den anderen Spielen nicht mehr passiert. Ze zeggen altijd, je kunt beter in de voorbereiding deze wedstrijden verliezen dan in de competitie. Ja, ik denk dat het wichtigste is. Natuurlijk ärgert het trotzdem, maar we willen jedes Spiel gewinnen. Het wäre schlimm, wenn wir sagen würden, ja, oké, es ist passiert, aber wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und, genau. Ja, je hebt vandaag dan een deel van de wedstrijd gespeeld. Ga je de komende wedstrijden meer minuten maken? Ja, also ich muss auf jeden Fall auf 100% kommen, aber das liegt am Ende beim Trainer. Ob er mich dann aufstellt für die 90 Minuten und wird man dann sehen.